und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, heute zum Kirchweihgottesdienst. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und fröhlich mit dabei sind und dass die Orgel spielt und der Posaunenchor da ist. Wir beginnen mit dem Psalm 84, der heute der Spruch des Tages ist. Wie lieb sind mir deine Wohnungen an Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele sind in dem lebendigen Gott. Psalm 84, 2 und 3. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Das Stichwort über diesen Sonntag, diesen Gottesdienst und diesem Fest. Es segne der Herr uns diesen Gottesdienst. Amen. Und wir singen das erste Lied, 245, die Strophen 1 bis 3. 245, 1 bis 3. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist
besser als sonst tausend. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wo mein Kind in deinem Haus gewohnt, die Jungen will ich ihm vertrauen. Ehre seinem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tag
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört auf das Predigtwort aus Psalm 84. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat, nämlich bei deinem Altär, du allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle die, deren Herz erfüllt ist, von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu kehren. Durchqueren sie das Tal der Höhen, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Herr, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet, schenke mir ein offenes Ohr, du Gott der Nachkommen Jakobs. Achte doch auf unseren König, der uns Schutz bietet, o Gott. Ja, blicke wohlwollend auf den, der von dir gesandt wurde. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr, und er lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Gemeinde, heute feiern wir Kirchweih. Wir freuen uns an unserer Kirche. Sie ist etwas ganz Besonderes. Vielleicht nicht gerade auf dem Weg der 100 berühmtesten Kirchen dieser Welt. Na gut, aber für uns hier hat sie eine ganz besondere Bedeutung. Das liegt daran, dass viele von euch eine Geschichte mit dieser Kirche haben. Vielleicht möchte man sogar sagen, eine große Geschichte haben, in der viele kleine Geschichten mit dieser Kirche stecken. Erlebnisse, Erfahrungen verbinden euch mit diesem Haus. Für nicht wenige ist sie eine besondere Station auf dem Weg ihres Lebens. Immer wieder, bei der Taufe zum Beispiel, der Konfirmation, vielleicht sogar bei der Trauung, bei fröhlichen Festen, im Jahreslauf, bei der Taufe der Kinder, bei ihrer Konfirmation und vielleicht sogar bei ihren Trauungen, aber auch bei schweren, traurigen Anlässen, in Zeiten der Not und der Angst. Für manche von euch ist diese Kirche ein Haus, in dem ihr euch zu Hause fühlt. Deshalb passt doch dieser Vers, dieser Psalm 84 so wunderbar zur Kirche bei dir raus. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen vom Heiligtum des Herrn. Obwohl, ich sehne mich von ganzem Herzen, ich verzehre mich vor Verlangen, ist das nicht ein wenig zu viel, ein wenig zu dick aufgetragen, zu überschwänglich und begeistert, gerade in unserer Zeit? Schließlich gibt es ziemlich viele, die scheinbar nur ein geringes Verlangen danach haben, hierher in die Kirche zu kommen. Und es gibt unfassbar viele Gründe, warum das so ist. Die Bänke, ihr wisst es, sie sind zu hart. Die Musik ist zu alt oder auch zu neu, je nach dem Standpunkt. Die Predigt sowieso zu lang. Die anderen hier sind zu fremd
oder eben zu bekannt und ganz zu schweigen von den Masken und dem ganzen Zeug, was einem sonst noch stört. Ja, man muss ja nicht gleich gar nicht mehr hierher kommen, aber gleich so ein Sehnsuchtsgedicht und ein Sehnsuchtsgebet, ist das nicht zu viel des Guten? Selbst wenn wir heute Kirchweih feiern. Ist das nicht unrealistisch und lebensfern? Stimmt. Das wäre es, wenn wir uns wirklich nur wegen des Gebäudes versammeln. Oder wenn wir uns nur wegen der gottesdienstlichen Veranstaltung hier versammeln. Aber wer den Psalm genau liest und hinhört, der sieht, das ist nur die Tür. Das ist nur der Eingang. Das ist nur Mittel zum eigentlichen Ziel, um das es in diesem Psalm geht. Für den Beter des Psalms ist eines noch viel wichtiger. Mit Leib und Seele jubel ich dem lebendigen Gott zu. Es geht also um mich als ganzen Menschen und um den lebendigen Gott. Um Sehnsucht nach dem Gott des Lebens. Nach dem, der mein Leben mit Leben erfüllt. Mein Leib und Seele, mit Leib und Seele jubel ich dem lebendigen Gott zu, oder mit Luther, mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Die ganze Vorfreude bezieht sich auf die Begegnung mit ihm, mit dem lebendigen Gott. Eine ganz außergewöhnliche Wortverbindung, gar nicht so oft in der Bibel, aber genau hier. Und auch zum Beispiel im Psalm 42, auch im Vers 3 dort, steht etwas Ähnliches. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Tja, Sie merken es. Die beiden Verse haben ja die gleiche Richtung, sind ganz nah beieinander. Und natürlich haben beide Verse eins vor Augen. In den Gottesdiensten, sei es nun im Tempel oder auch hier in der Kirche. Ist jede Begegnung mit Gott nur eine flüchtige, ein kleines Erlebnis? Aber, sei es noch so klein, diese Begegnung mit Gott, wenn sie hier denn geschieht, kann große Auswirkungen haben, große Wirkung auf unser Leben. Was so eine Begegnung mit Gott ausmacht, dem Gott, der Leben schenkt, das haben wir heute im Evangelium gehört. Der Zachäus, der nur mal sehen wollte, wer dieser Jesus so ist, wie er also durch den Ort läuft. Und dann begegnet Jesus ihm ganz bewusst, lädt sich bei ihm ein. Das ganze Leben verändert sich. Eine kleine Begegnung und eine große Veränderung. Ja, eine große Veränderung, die ein großes Ziel hat. Nämlich, dass wir in Gottes ewiger Gegenwart mit Leben beschenkt werden. Es geht in dem Allen also um den lebendigen Gott. In dem Psalm, in dem Gottesdienst und auch in dieser Kirche. Das verzehrende Verlangen unserer Seele nach Leben kann nur der lebendige Gott erfüllen. Ja, ich weiß, das ist jetzt eine These. Vielleicht sagen Sie, Moment, da muss ich doch noch mal drüber nachdenken. Das verzehrende Verlangen unserer Seele nach Leben kann nur der lebendige Gott erfüllen und stillen. Ein Gedachter, ein Gemachter, ein gewünschter Gott, der kann das nicht. Ein Gott, der das Leben nicht kennt, das wir leben. Wie sollte der uns Leben schenken wollen? Aus irgendwelchen Theorien heraus etwa? Nein, der Gott, der lebt, der voller Leben ist, der schenkt uns die Fülle des Lebens. Aus seinem Leben sind wir lebendige Wesen. Ja, selbst jedes endliche Leben hat sein Leben aus seinem ewigen Leben. Ein Leben, das Gott gefunden hat, ist erfülltes Leben. Aus diesem Grund. So beschreibt es der Theologe Jürgen Goldmann, weil Gott ein lebendiger Gott ist. Ein Leben, das Gott gefunden hat, ist ein erfülltes Leben. Natürlich gibt es vieles,
das uns genau solches Leben verspricht. Eigentlich fast alles in unserer Welt verspricht uns das beste Leben, das man nur eben irgendwie haben kann. Man muss was kaufen, man muss was tun. Egal was es ist, es gibt so vieles Versprechen. Aber nichts, liebe Gemeinde, bitte macht euch das bewusst. Nichts kann den lebendigen Gott ersetzen. Kein Hobby, keine Liebhaberei, kein anspruchsvoller Beruf, noch nicht einmal die schönste Beziehung unseres Lebens kann den lebendigen Gott ersetzen. Es ist ja genau umgekehrt. Von ihm her fließt das Leben voller Liebe, voller Freundlichkeit und die Erfüllung, die er schenkt, in unser Leben hinein. Das Leben von Gott, es kommt eben nicht nur mir allein zugute. Es ist ein Geschenk, das über mich hinaus in die Welt, in der ich lebe, fließen soll. Es ist ein Geschenk, so höre ich es aus diesem Psalm heraus, auch für meine Familie. Der Psalmbeter spricht das so im schönen Bild. Die Schwalbe hat ein Nest gefunden für ihre Jungen. Ganz bei Gott sind sie sicher und geborgen. Ja, auch das gehört zu dem Leben des lebendigen Gottes, dass wir frei von Angst leben können und leben sollen. Bei ihm geht es uns gut. Er will uns schützen und bewahren. Und wir haben keinen Mangel. Hören wir da nicht etwas von dem Vertrauen, das wir auch im Psalm 23 so stark verinnerlichen und verinnerlicht haben? Am Anfang unseres Psalms 84 ist ja viel von der vollen Sehnsucht nach Leben die Rede. Nach dem Leben in den Wohnungen Gottes. Auch das kommt vor, da gibt es so ganz unterschiedliche Ausdrücke. Von den Wohnungen Gottes ist die Rede, von dem Nest ist die Rede, vom Haus Gottes ist die Rede, aber eben auch von den Wohnungen Gottes. Und wir ahnen schon, auch Jesus hat dazu ein Wort gesagt. Ich gehe hin, für euch Wohnung zu bereiten, in der Ewigkeit bei Gott. Also, darum glaubt mir, ihr werdet leben, auch wenn ihr sterbt. Denn ich bin der Weg, die Wahrheit des Lebens. Folgt mir nach. Also, auch in diesem Psalm gibt es dieses Bewusstsein, dass wir hier nicht an dem Ort, wo wir Gottesdienst feiern, schon das ewige Leben haben, sondern nur eine Begegnung mit diesem Leben. Nur eine Aussicht auf das, was wir im ewigen Leben erfahren werden. Ein großes Fest mit Gott. Wir sind also unterwegs dorthin. Und auch in diesem Psalm, wie im Psalm 23, ist die Rede vom Tal, durch das wir gehen. Mit unserem Leben. Vielleicht nicht notwendigerweise, auch nicht immer, aber vielleicht manchmal. Hier ist nicht vom Finstern, sondern vom Tal der Dürre die Rede. Und die Dürre, das können wir uns selbst ausmalen, die steht natürlich für Nöte und Entbehrungen, die wir in unserem Leben erfahren. Aber dabei bleibt der Psalm gar nicht lange stehen, denn nicht die Dürre ist das Entscheidende, nicht das, was uns irgendwie so arg beschäftigt, was wir in uns wälzen, was uns nicht loslässt, nicht das, was uns Seelenschmerz macht, ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was wir dort mit Gott erfahren können, dass die Dürre nicht größer ist als das Leben, das Gott schenkt. Denn Gott ist der Herr des Lebens. Er gibt uns das Leben. Es gibt etwas Besonderes, im Tal der Dürre zu erleben. Wer nicht auf die eigenen Kräfte vertraut, sondern auf die Kraft des lebendigen Gottes, der kann erfahren, dass selbst die Dürre, der Mangel, die Not wie ein Grund für neue Quellen werden. Ja, so die Quelle, die entsteht ja irgendwie auf einer Grundlage, wo das Wasser nicht noch weiter in die Tiefe gehen kann. Und dann fließt es entlang und irgendwo bricht das Wasser heraus. Dieser harte Boden der Not, er kann zur Grundlage nicht nur für einen, sondern für viele Quellen des Lebens in unserem Leben werden. Gottes
Gottes Segen wirkt so gut daraus, dass nicht nur der, der auf Gott vertraut, gesegnet wird, sondern auch andere Menschen durch ihn. Liebe Gemeinde, ja, Sie können sagen, es ist ein schöner Wunsch. Ich für mich gewinne den Eindruck, wenn ich das lese und höre, dass da einer nicht seine Wünsche und Hoffnungen aufschreibt, sondern dass da einer von seinen Erfahrungen berichtet. Aus Lebenserfahrungen mit Gott. Die Zeit der Dürre meines Lebens. Ich habe entdeckt, dass dort ganz neue Quellen des Lebens für mich entsprungen sind. Auch wenn man das gar nicht glauben mag, das geschieht. Das lässt sich erfahren. Das habe ich auch schon erlebt, liebe Gemeinde. Für die Zeit, in der ich aber gerade jetzt im dürren Tal bin und nicht weiß, wo denn da eine Quelle zu finden ist, da legt der Psalm mir eine Bitte in den Mund. Herr, Gott, Gott der himmlischen Heere, höre doch meine sehnsuchtsvolle Bitte. Hab ein offenes Ohr, Gott Jakobs. Höre doch meine sehnsuchtsvolle Bitte, ja? Auch das findet statt im Tal der Dürre. Die Sehnsucht wird immer größer nach dem Gott des Lebens, der mir hilft und Heil schenkt. Liebe Gemeinde, so schön unsere Kirche auch ist, wir schauen uns herum, ein steinernes Gebäude, so schöne Geschichte sie auch hat, so eine alte Geschichte sie auch hat. Unser Auftrag von Gott heißt nicht, dass wir zu Steinen dieser Kirche werden sollen. Nein, der lebendige Gott macht uns zu lebendigen Steinen. Zu lebendigen Steinen seiner Kirche. Das ist ein viel größeres Gebäude, ein ganz anderes, ein nicht so statisches, sondern ein lebendiges Gebäude. In Jesus Christus ist der lebendige Gott selber Mensch geworden. Das ist Zeichen, dass er als lebendiger Gott sich aufmacht, sich bewegt, uns nahe kommt. Er hat für uns gelitten, hat für uns gelitten, weil er uns liebt und weil er uns die Fülle des Lebens schenkt. So sind wir hierher gerufen. Wir wollen ihm zur Ehre feiern. Jeden Sonntag nur feiern wir seine Auferstehung. Ein Fest des neuen Lebens, das er schenkt. Und zugleich werden wir hinausgesandt aus dieser Kirche, um dieses Leben, das er uns schenkt, sichtbar und bekannt zu machen. Ja, wir wissen, das ist manchmal gar nicht so leicht für uns. Und manchmal ist es für die anderen gar nicht so leicht sichtbar. Aber wir wollen es uns vorlesen, dass es auch an uns sichtbar wird, dass wir einen lebendigen Gott haben. Damit die Menschen, wenn sie hier hinein vielleicht nicht so gerne kommen, es sehen und erleben. Wir haben einen Gott des Lebens, einen lebendigen Gott. Und am Ende unseres Kirchenpsalms hören wir dafür eine große Zusage. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne, er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr und lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die aufrichtigen Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Jetzt singen wir, suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt. Und ich habe die Leute gebeten, bitte, wenn das Sonnenkommen spielt, auch darum, dass wir den Halleluja-Vers nicht mitsingen. Das heißt, wer möchte, kann man einen Vers auslassen und das Halleluja dazu singen. Aber Orgel und Sonnenkommen spielen bitte nur die Strophen 2 bis 5. Suchet zuerst Gottes Reich.
Kirche Jesus Christus, der Grundstein, auf dem sie steht. Wir danken dir für unsere Kirche St. Peter und bitten dich, halte deine Hand über diesem Haus, bewahre es uns und unsere Nachkommen. Wir danken dir für das Wort des Lebens, das hier verkündet wird, und bitten dich, dass deine befreiende und frohmachende Botschaft unter uns lebendig bleibt. Wir danken dir für die Sakramente, die hier gefeiert werden, und bitten dich, hilf allen, die hier getauft werden, als frohe und aufrechte Christenmenschen zu leben. Stärke an deinem Tisch immer wieder die Gemeinschaft mit dir und untereinander. Wir danken dir für alle, die für unsere Kirche, für die Gestaltung dieses Hauses und der Gottesdienste darin Verantwortung tragen und Verantwortung übernehmen. Und wir bitten dich, segne ihren Dienst, segne ihr Zusammenkommen. Wir danken dir für alle, die uns den Glauben nahegebracht haben, die du schon zu dir gerufen hast. Bereite ihnen eine Wohnung bei dir und schenke ihnen Gemeinschaft mit dir in deiner himmlischen Stadt. Wache in Liebe über unsere Gemeinde und bewahre sie in guten und schweren Tagen. Geleite uns heute und jeden Tag in Ewigkeit. Du, der du der Herr der Kirche bist, Jesus Christus. Mit deinen Worten treten wir vor den Vater und beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot ist uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Auf Wiedersehen. Wir hören noch das Nachspiel des Posaunenchors und ich mache mich auf den Weg.